Spektakuläre Himmelsbilder. Das können wir Ihnen zeigen und das ist jetzt nicht aus irgendeinem Kino-Blockbuster aus Hollywood, sondern das ist einfach vom Frankfurter Funkhaus aus aufgenommen. Jetzt der Blick so Richtung Westen, jetzt schauen wir mehr in Richtung Süden und dann schon wieder eine Wahnsinnswolke. Sieht sehr spannend aus. Also zumindest, wenn man weit genug weg ist. Denn das, was am Anfang gesehen haben, wenn man taumelt, ist da regnet. So eine Linie, die geht von Herborn hier über Feldberg, dann haben wir hier über Frankfurt gerade das Loch. Und das ist dann so Richtung Dreieich, Langen. Da schauert es gerade auch. Und das sieht ganz schön dunkel aus. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Ausgabe von Alle Wetter. An einem Tag, an dem wir immer wieder mal einen Schauer abbekommen haben. Auch wenn es dazwischen immer mal recht freundlich aussah. Es ist ja doch insgesamt relativ kühl. Und eine Menge Hessen sagen, also richtig sommerlich ist das ja nun mal nicht. Aber in den nächsten Minuten liefern wir alle Informationen rund ums Wetter und wir wollen natürlich auch schon mal ein bisschen wissen, wie es Richtung Wochenende weitergeht und wann sie wieder nass werden oder eben doch nicht. Und wir wollen auch mal gucken, wie sieht es denn zum Beispiel im Wald aus? Denn Sommer, ja, Sie erinnern sich, das ist eigentlich so eine Phase, wo man allmählich über Pilze nachdenken kann. Meine Kollegin Lilia Cech ging ab in die Pilze. Ja, bevor wir jetzt hier im Frankfurter Stadtwald Pilze suchen gehen, müssen wir uns natürlich erstmal wappnen. Das Wichtigste ist nämlich, dass man hier keine Pilze miteinander verwechselt. Das kann tödlich sein und es kann durchaus passieren bei den Pilzen, die Sie uns netterweise mitgebracht haben. Unser Pilzlehrer Dietmar Krüger. Genau, also wir haben hier zwei Pilze, die von oben beide einen grünen Hut haben. Die können auch bei den gleichen Bäumen wachsen. Hier haben wir einen Speisepilz, einen grünen Täubling. Und das hier ist der grüne Knollenblätterpilz. Das sieht man, weil wir haben den aus dem Boden gelöst. Der kommt hier aus einer Hülle geschlüpft und dieser Pilz ist wirklich tödlich giftig. Wie ist denn jetzt eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir hier und heute einen richtig schönen Speisepilz im Frankfurter Stadtwald finden? Die Voraussetzung ist natürlich da, aber da es in den letzten Tagen sehr trocken war, werden wahrscheinlich heute nicht viele Fruchtkörper da sein. Wir werden mal schauen, was wir finden. Wieder erwarten, finden wir das erste Pilzexemplar schon nach wenigen Minuten. Wir haben jetzt hier einen sogenannten Samtfuß-Kämpling gefunden. Was ist das für ein Pilz? Ja, dieser Pilz zersetzt hier diesen Baumstamm, dann sieht vielleicht auch, der kommt hier rausgewachsen und der sieht von oben ein bisschen aus wie ein Steinpilz mit so einem schönen braunen Hut. Wenn man den jetzt aber hier herauslöst und guckt hier unten drunter, dann sieht man schnell, dass das anders aussieht als beim Steinpilz. Hier sind solche langen Verzweigungen, das sind, nennt man Lamellen, das ist über Champignons. Das wäre also eine typische Verwechslung. Das heißt, im Gegensatz zum Steinpilz sollte man ihn besser nicht essen? Das ist kein typischer Speisepilz, dieser Pilz wurde in Notzeiten verzehrt als Kriegspilz, kann man sagen. Pilzlehrer Dietmar Krüger zeigt mir, dass der Wald im Grunde voller Pilze ist. Hier ein sogenannter Schichtpilz, der totes Holz zersetzt. Dieser Pilz sieht aus wie ein brauner Belag auf dem Stamm einer Rotbuche. Und hier sitzt der Pilz nicht außen am Ast, sondern darin. Die weißen Fäden, das ist der eigentliche Pilz. Ein Speisepilz suchen wir aber immer noch vergebens. Muss ich sagen, sehen jetzt für mich nicht so aus, als würde man unbedingt reinbeißen wollen. Nein, das sind Zunderstämme, die sind auch steinhart und die hatte Ötzi schon dabei. Ötzi hat damals damit die Glut getragen, um Feuer zu entfachen, das kann man heute also auch noch machen. Und zum Essen ist das nichts. Der zersetzt hier diese Birke und das ist die Aufgabe von diesem Pilz eigentlich. Dietmar Krüger gibt mir noch einen Tipp. Die Pilze im sogenannten Traufbereich der Bäume suchen, also unterhalb der Äste, von denen auch mal Regenwasser tropft. Das ziehen sich Pilze nämlich des Sommers. Jetzt haben wir echt unser Highlight gefunden, auch wenn er vielleicht ein bisschen mickrig aussieht. Aber das ist jetzt endlich mal ein Pilz, den man essen kann und der auch noch richtig gut schmeckt. Hat aber einen komplizierten Namen. Ja, ein Sklerotienporling. Der Pilz ist jung essbar, sehr schmackhaft. Und man sieht hier, der wächst aus diesem toten Holz heraus. Und der kann im Boden so eine Verdickung machen, eine Vorratskammer, das nennt man Sklerotien. Aber wie man sieht, da war heute Nacht schon jemand anderes dran, der Hunger hatte. Wer? Na, ich würde mal vermuten, eine Schnecke oder ein Eichhörnchen oder eine Maus. Und die haben da schon mal probiert und scheint geschmeckt zu haben. Bis zum Herbst hofft Dietmar Krüger nun auf viel Regen und nicht zu kalte Temperaturen. Und dann ist hier dann wirklich Pilz-Hochsaison. Ja, also natürlich wird jetzt der eine oder andere gesagt haben, Moment mal, also Pilze, Herbstthema jetzt schon. Wetter können sagen, naja, das Wetter ist ja...